Hey Leute, was geht? Und damit erstmal herzlich willkommen zu diesem Video. Es gibt wieder neue Infos für Rocket League und ich würde sagen, wir fangen auch sofort an. Als erstes hätten wir, und das ist jetzt ein bisschen einseitig, da es nur die PS4-Spieler was angeht, wir bekommen für die PS4 und die PS4 Pro ein komplett neues Spielerlebnis. So wie es auf der Website von Psyonix steht, bekommen wir auf beiden Konsolen konstante 1080p, was ich jetzt dachte, dass wir schon vorher hatten, aber anscheinend war es nicht so. Also wir bekommen konstante 1080p auf beiden Konsolen und auf der PS4 Pro das Ganze nochmal in 4K, wenn wir einen 4K-Fernseher haben, und konstanten 60 FPS. Das Ganze sogar im Splitscreen und allen Arenen. Ich wüsste jetzt nicht, wenn man das so sieht, warum manche Arenen nicht in 60 FPS laufen sollten, weil meiner Meinung nach keine Arena jetzt großartige Animationen hat oder sonst was, dass das Ganze nicht funktionieren würde. Aber das Ganze wird hier so geschildert. Des Weiteren steht hier, dass im Splitscreen für 3 bis 4 Spieler nur auf manchen Arenen 60 FPS da sind und auf anderen herum wieder nicht. Namen der Arenen stehen hier aber nicht. Und warum das Ganze nicht so ist, dass nicht auf jeder Arena dann 60 FPS da sind, weiß ich leider nicht, da kann ich euch nichts zu sagen. Auf jeden Fall geht es um die Infos, die haben wir dazu. Das Ganze kommt am 21. Februar mit dem sogenannten Hot Wheels Update, wo wir, wie ich schon in den anderen Infovideos sagte, die beiden neuen DLC-Cars bekommen von Hot Wheels und die Players Choice Crate, von der wir natürlich wieder sofort ein Opening machen werden, sobald wir genug Kisten am Start haben. Des Weiteren kommt für die PS4 Bugfixes, die Server sollen besser laufen, es wird vieles optimiert und das Ganze ist wirklich dieses Mal ein bisschen einseitig für die PS4, könnte man sagen. Gut, mich freut es, ich spiele auf der PS4 Pro, aber für PC und Xbox-Spieler ist das Ganze natürlich schade. Obwohl man sagen kann, der PC hat schon mal ein Update bekommen, wo es den Steam Workshop gab und die anderen beiden Konsolen davon nichts hatten. Ich denke mal, das Ganze gleicht sich immer aus. Auf jeden Fall waren das erstmal alle Infos, wie gesagt, 21. Februar. Ich denke wieder, dass es in den USA um 16 Uhr nachmittags meistens kommt, deswegen können wir hier nachts um 1 damit rechnen. Vielleicht diesmal ein bisschen früher, ich weiß es nicht, sobald ich dazu was Neues weiß, werde ich das natürlich auch nochmal in dem Video betonen. Und dann freue ich mich auf jeden Fall schon aufs Update, werde natürlich, sobald es da ist, ein Video dazu machen. Die beiden neuen Fahrzeuge vorstellen, die Crates öffnen. Und dann würde ich sagen, sage ich danke fürs Zusehen. Lasst natürlich gerne eure Meinung dazu da. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.